Ja, mein Name ist Christian Merten. Ich bin Hengstwärter und stellvertretender Gestützmeister hier in Röttgen. Die Leidenschaft, mit Pferden zu arbeiten, die war schon immer da gewesen. Und gerade mit Rennpferden ist sehr interessant. Also wenn man miterlebt, wie die Pferde hier geboren werden und dann, bis sie dann auf der Rennbahn sind und dann auch noch die Rennen gewinnen, das ist ein sehr, sehr tolles Gefühl. Die Arbeit hier speziell macht mir mit den Deckhengsten sehr viel Spaß. Es ist eine sehr routinierte Arbeit zum einen, weil Deckhengste viel routinemäßige Abläufe brauchen und man hat aber dennoch immer genug Abwechslung, gerade in der Decksaison bei so vielen Stuten, die dann hier zum Decken kommen. Wir haben noch sehr alte Röttgener Erfolgsien, mit denen wir immer weiter züchten und benutzen dazu auch internationale wie deutsche Hengste, um so unsere Produktpalette weitestgehend immer wieder zu erweitern und auch erfolgreiche Pferde dann zu züchten. Ein Deckhengst muss eine bestimmte Rennleistung erbracht haben, um decken zu dürfen. Man versucht weitestgehend so früh wie möglich einen Deckhengst zuzulassen, um halt viel Nachkommen produzieren zu können. Es ist aber auch schon so, dass einige Deckhengste noch teilweise sechsjährig oder fünfjährig gelaufen sind und dann erst Deckhengst werden. Das zeugt dann natürlich auch wieder von einer sehr guten Leistungen und Arbeitsbereitschaft, was auch von Vorteil sein kann. In einem Gestüt ist es natürlich sehr schön, wenn man einen sehr gefragten Hengst hat. Da denken wir, dass wir mit Reliable Man da schon auf dem richtigen Wege sind. Und ansonsten ist es immer schön für ein Gestüt, so viele Stuten wie möglich nur zu bekommen. Der Unterschied, dass im Gestüt die Pferde nicht mehr geritten werden, die haben hier quasi dann Pause. In der Decksaison sind sie meistens so gefragt, dass das als Arbeit ausreicht. Sie werden morgens, normalerweise kommen sie ganz normal auf Koppel und werden im Laufe des Nachmittags dann wieder reingeholt. Bei uns ist es so, dass die Hengste im Sommer nachts auch rauskommen und tagsüber ein paar Stunden in der Boxe sich ausruhen können. Und wenn die Decksaison dann vorbei ist, werden die Pferde ein bisschen gearbeitet. Wir haben hier sehr lange Waldwege, mit denen wir strammen Schrittes spazieren gehen können, um sie so ein bisschen auszugleichen, ein bisschen Muskelaufbau beizubehalten. Und Pläne und Wünsche für die Zukunft wären, dass wir noch mal ein bisschen mehr und erfolgreicher verkaufen. Das wünscht man sich eigentlich immer. Und wenn jetzt vielleicht doch nochmal irgendwann ein vierter Deckhengst hier aufgestellt wird, hätte ich auch persönlich nichts dagegen.